Lena Meyer-Landrut ist eine talentierte und schöne Sängerin. Sie führt ein glückliches, aber privates Leben mit Mark Forster. Allerdings ist ihr Leben nicht ganz rosig. Fans haben Grund zur Sorge, sie hat viele gesundheitliche Probleme. Ende letzten Jahres fiel sie vom Pferd und verletzte sich an der Wirbelsäule. Und jetzt berichtet sie über das Wiederauftreten von Depressionen. In den letzten Monaten trat Lena in den sozialen Netzwerken diskreter denn je auf. Vor allem in der Dokumentation Making Loyal, die den Entstehungsprozess ihres neuen Albums dokumentiert. Die Sängerin nimmt kein Blatt vor den Mund, drückt sich in besonders emotionalen Situationen aus und spricht über psychische Erkrankungen und Probleme. Ich sage es so, ich werde froh sein, wenn das vorbei ist, platzte es aus Lena heraus. Die Arbeit, das Album zu machen und das Video zur Single, Loyal to Yourself, zu drehen, verlangte ihr viel ab. Mitten in der dritten Folge der Dokumentation erwähnt sie ihren Tiefpunkt im letzten Jahr und spricht über ihren Rückfall der Depression im Dezember. In einem Instagram-Post Ende 2023 erklärte sie bisher lediglich: Es war ein Jahr voller Verwirrung und Unsicherheit für mich. November und Dezember haben mich wieder fertig gemacht. In ihrem neuen Video spricht Lena Meyer-Landrut erstmals konkreter über ihre psychischen Probleme Ende 2023. Im Video, Loyal to Myself, ist ein Autounfall zu sehen. Laut Lena sollte der Absturz den Rückfall der Dezember-Depression symbolisieren. Also die Negativität, die sie an die Wand fahren ließ, erklärte die Musikerin. Und dann stieg sie aus dem Auto und befreite sich daraus. Es scheint, als ob Lena die schwierige... Kamu tuh kata mana ya, kamu channel terus Surya Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video mới hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.